Okay, wir haben es 12:30. Dann geht's los mit dem heutigen Webinar. Ganz herzlich willkommen zum heutigen Lunch and Learn Webinar zum Thema Führung übernehmen, die neue Rolle als Führungskraft meistern. Ich freue mich heute über unseren heutigen Gast. Ingo Thiel ist zugeschaltet aus Lübeck. Herr Thiel ist bei uns an der Uni Oldenburg Lehrender. Er ist Führungskräfteentwickler und Krisenmanager. Vielleicht mögen Sie sich kurz vorstellen oder möchten es im Anschluss machen oder bei Ihrem Vortrag oder vielleicht ein paar Worte zu sich sagen. Ich kann es ganz kurz jetzt machen. Hallo erstmal in die Runde. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, Name ist Ingo Thiel. Ich lehre eigentlich an der Universität Hamburg in den Bereichen Leadership, also alles rund um Führung, Krisenmanagement und Krisenkommunikation. Sie haben es vielleicht mitgekriegt. Hamburg ist Exzellenzuni geworden. Das liegt unter anderem an einem Projekt, das ich mit einem Kollegen gemeinsam gemacht habe, wo es so Richtung, wie führe ich digital in der Digitalisierung, geht. Ich habe nachher das Problem, sage ich jetzt auch mal ganz kurz, dass ich Sie nicht sehen kann, wenn ich aufschalte. Also nicht wundern, ich habe die Angewohnheit, in meinen Vorlesungen herumzugehen auf der Bühne, die da oben ist, im Hörsaal, und muss jetzt still sitzen. Also wenn ich rumzapple, vielleicht nicht so freundlich wirke, liegt das daran, dass ich mich konzentriere und ansonsten nie auf dem Stuhl festsitzen muss, was ich absolut nicht gewohnt bin. Okay, wunderbar. Vielen Dank. Bevor ich mit ein paar einleitenden Worten starte, haben wir oder bitte mich unsere Dame aus dem Marketing immer einmal zu erfragen, woher Sie kommen und wie Sie von dem Lunch and Learn erfahren haben. Das heißt, ich wechsle jetzt einmal kurz die Ansicht und möchte Sie bitten, einmal auszufüllen, wie Sie von diesem Webinar, von dem Lunch and Learn erfahren haben und aus welchem Bundesland Sie zugeschaltet sind. Das ist mal für uns ganz interessant, für zukünftige Marketing-Werbemaßnahmen. Okay, genau, das ist eine ganz einfache Abfrage. Okay, vielen Dank dafür. Und dann möchte ich mit einer kurzen Einleitung beginnen. Und zwar zum einen nochmal der Hinweis, dass wir dieses Webinar aufzeichnen zu Zwecken oder aus Zwecken der Qualitätssicherung. Und wir werden dieses Webinar im Anschluss auf unserem C3L YouTube-Kanal, ich muss meine Kamera wieder anmachen, so, auf unserem C3L YouTube-Kanal mit veröffentlichen. Und Sie haben die Möglichkeit, während des Webinars Fragen zu stellen. Nutzen Sie das auf jeden Fall, denn so ein Webinar lebt davon, Fragen zu diskutieren, auf Ihre Fragen einzugehen. Sie haben dazu zwei Möglichkeiten. Zum einen können Sie sich über den Chat schriftlich melden. Das haben ja einige auch schon gemacht, als wir gefragt haben, ob es mit dem Ton gut klappt. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, sich mündlich zu Wort zu melden über das kleine Männchen oben im Menü. Da können Sie raufgehen und sagen, ich möchte oder aufzeigen, dass Sie gerne einen Wortbeitrag machen möchten. In der Praxis ist der Chat immer viel einfacher, nur Sie haben beide Möglichkeiten. Ein paar Worte zu uns als C3L, das Center für lebenslanges Lernen. Wir sind eine wissenschaftliche Einrichtung der Universität Oldenburg und sind in zwei Bereichen tätig. Zum einen in der Forschung. Wir forschen zu den Themen lebenslanges Lernen, Durchlässigkeit und Anrechnung, Digitalisierung und Lernen. Und ein zweites Feld, in dem wir tätig sind, ist die Forschungsergebnisse, die wir haben, in Angebote zu überführen. Das heißt, wir haben berufsbegleitende Studiengänge, Weiterbildungen. Wir haben die offene Hochschule. In dem Bereich der offenen Hochschule haben wir unter anderem die Kinderuniversität, die immer sehr gut angenommen wird, ebenso wie unser Gasthörstudium, Studium Generale, das oft von älteren Personen angenommen wird. Und wir bieten auch eine Lernplattform im Bereich der Bildungstechnologien an, so als ein Produkt. Ich habe eben schon erwähnt, wir haben berufsbegleitende Studiengänge im Angebot, zwei Studiengänge aktuell, einmal der Bachelor of Business Administration im mittelständischen Unternehmen und ein BWL für Leistungssportlerinnen und Leistungssportler und sechs Masterstudiengänge. Unser Studiengang, den wir am längsten bereits haben, ist der Master Bildungswissenschaftsmanagement. Wir haben einen Master zum Informationsrecht, Innovationsmanagement, Entrepreneurship, ein weiteres Thema. Wir haben seit diesem Jahr
einen zweiten englischsprachigen Studiengang im Angebot, der Master Management of Technology Enhanced Learning. Zweiter Studiengang deswegen, weil ganz unten rechts sehen Sie den Renewable Energy Online Studiengang. Das ist ebenfalls ein englischsprachiger Masterstudiengang. Und des Weiteren haben wir eben noch den Risikomanagement für Finanzdienstleister bei uns im Programm. Sie können bei uns studieren, habe ich Ihnen eben kurz vorgestellt, aber Sie können bei uns auch, müssen jetzt nicht das ganze Studium absolvieren, sondern Sie können mit einem Weiterbildungszertifikat anfangen. Das dauert in der Regel ein Semester, hat einen Umfang von 6 bis 10 Kreditpunkten und es gibt des Weiteren Zertifikate, einmal das Certificate of Advanced Studies, das sind 1 bis 2 Semester, oder man kann auch im Diplomabereich studieren mit 2 bis 3 Semestern. Und das Ganze ist dann immer zu 100% anrechenbar auf das Studium, wenn Sie sich dann doch entschließen sollten, später ein Studium zu machen. Ganz kurz noch ein paar Worte zu dem, was Sie demnächst bei uns noch besuchen können. Wir haben am 3.12. Abends 18.30 Uhr eine Online-Info-Veranstaltung. Dort können Sie mehr zu unseren Studienangeboten erfahren. Das heißt, was ich eben nur ganz kurz angerissen habe, da können Sie mehr darüber erfahren, auch direkt Fragen stellen. Wir haben weitere L&Ls im Angebot. Das sind unsere Lunch-and-Learn-Angebote. Einmal zum Compliance-Management im Januar und noch ein Lunch-and-Learn zu künstlerischen Interventionen in Unternehmen. Da habe ich eine Schauspielerin zu Gast. Ich denke auch ein sehr spannendes Lunch and Learn. Und darauf werden wir heute noch vielleicht des Öfteren mal zu sprechen kommen. Ein Seminar, eine Professionalisierungseinheit, Führung übernehmen, die neue Rolle als Führungskraft meistern mit Herrn Thiel, der heute unser Referent ist. Und das Ganze beginnt im März 2020. Soweit zu meinen einleitenden Worten. Das sind wir als Team der Studiengänge. Und jetzt würde ich direkt übergeben an Herrn Thiel zu dem Fachvortrag, dem heutigen Fachvortrag. Okay. Gut, ich versuche mal meinen Bildschirm aufzuschalten. Dann möchte ich jetzt einmal ganz kurz genau. Die Freigabe vom Bildschirm, sodass Sie dann tatsächlich auch das sehen. Was hören Sie? So, da ich Sie jetzt eigentlich nicht mehr sehen kann, hoffe ich auf akustisches Feedback. Frau Prang, kann man jetzt den Fahrplan sehen, um was es heute geht? Noch nicht, er lädt noch. Es dauert noch einen kleinen Augenblick. Er lädt noch, gut. Okay, ich kann aber schon mal einsteigen, kann schon mal was sagen. Ich habe einen gewaltigen Nachteil, Sie sehen mich, ich sehe Sie nicht. Also wenn ich hier irgendwie rumzapple oder irgendwas anderes mache, tut es mir leid. Der Fahrplan für heute, es geht bei dieser Professionalisierungseinheit eigentlich um die ersten 100 Tage, ersten 3 Monate, wenn ich vom Mitarbeiter zur Führungskraft geworden bin. Da gibt es sehr, sehr viele Situationen, die misslich werden können. Wir fangen an heute mit dem situativen Führen, damit Sie lernen, warum es eigentlich in der Führungsaufgabe geht. Das ist ein sehr, sehr sinnvolles Tool, was in den 60er Jahren entwickelt worden ist. Da ist eine ganze Theorie hinter von der Ohio University und University of Massachusetts, von Hersey und Blanchard. Aber Herr Thiel, auf dieser. Herr Thiel, noch mal ganz kurz eben. Wir sehen den Bildschirm immer noch nicht. Vielleicht noch einmal wieder stoppen die Freigabe. Ich gehe noch mal zurück und gehe noch mal auf die anderen Sachen. Das tut mir leid, aber solche Dinge. So, ich gehe jetzt noch einmal zurück und schaue mal, dass Sie den Bildschirm freigegeben bekommen. So, mein Bildschirm freigeben, das mache ich jetzt hier. Genau, wir haben jetzt wieder dieses Warnmännchen. So. Und können Sie den Fahrplan jetzt sehen? Lädt er? Also bei mir lädt er auch noch? Ja, wir laden gerade noch, genau. Ich erzähle ein bisschen weiter und warte auf einen Hinweis, weil das wäre schon wichtig, dass Sie den Bildschirm sehen, sonst müssen wir es dann über die andere Geschichte machen, das wäre schon wichtig. Also Hersey und Blanchard, dieses situative Führen, darauf beruhen relativ viele Führungsmodule und Modelle bis hin sogar zur agilen Führung. Während es früher eigentlich vor allem um den passenden Führungsstil ging, geht es heute viel stärker um Führungssituationen und das jeweilige Gegenüber. Also auf die Art und Weise, wie ich meine Führung anpasse. Und beim situativen Führen berücksichtigen Sie die jeweilige Situation, die Bedürfnisse und auch die Fähigkeiten eines Mitarbeiters oder Teams.
Der riesengroße Vorteil des situativen Führens und des situativen Führungsstils ist, der lässt sich jederzeit anpassen. Wenn wir mal einen Lehrling nehmen, ein Lehrling brauchte sicherlich mehr Anweisung und mehr Aufmerksamkeit als ein langjähriger Angestellter. Ein Grafiker zum Beispiel, der braucht viel Freiraum, so strikte Anweisungen machen dessen Kreativität vollkommen zunichte. Ganz kurz Na? nochmal, wir sehen den Bildschirm immer noch nicht. Das heißt, gehen Sie bitte nochmal raus und ich werde die Präsentation starten. Das können wir ja machen, das ist ja kein Thema. Ja, okay, sorry, ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Nee, das hat beim Testen halt funktioniert vorhin, aber das ist manchmal so. Dann, wenn es dann live ist, funktioniert es doch nicht mehr. Also er sagt mir hier aktuell freigegeben und ich könnte diese Freigabe beenden, aber gut, dann machen wir es andersrum, sorry, dafür. Gehen So. Sie einmal. Gehen Sie einmal raus aus der Freigabe, genau. Freigabe beenden. Das machen wir jetzt mal. Tut mir leid für die Verzögerung. Dann machen wir es andersrum. Genau. Gott sei Dank Mögen gibt es Sie ja auch, immer. genau. Mögen Sie einmal Ihre Kamera auch wieder einstellen. Das ist, wenn wir diese Layouts wechseln, dann Ja, flippen die klar. So, Kameras um. okay. Freigabe starten. So, jetzt sieht mich hoffentlich auch jeder. Und Sie spielen jetzt die Folie einmal ganz kurz auf, dass wir durchgehen Genau, können. richtig. Genau, und Dann mache ich dann so. müsste ich die auch durchklicken können oder machen Sie das? Nee. Genau, Dann. nee, das machen Sie am besten. Genau, das ist der Genau, Fahrplan. so, da sind wir Genau. beim Und Sie Fahrplan. können Also auch. situative Führen sind wir gerade eingestiegen. Es geht so ein bisschen um Problemstellung, Lösungsmöglichkeiten. Ich habe ein paar Beispiele. Sie können Ihre Fragen stellen. Wir werden uns ein bisschen mit dem 360-Grad-Feedback befassen, wie man ganz kurz, wie man mit Meetings erfolgreich gestaltet, weil eigentlich allein schon mit dem situativen Führen verbringe ich sonst 4 Stunden in der Führung. Also das werden wir heute alles etwas kürzer machen. Zurück zur situativen Führung. Also ein Lehrling wäre, wenn Sie die Entwicklungsstufen sich dort unten angucken, dann die E1. Typischerweise auch Hochschulabsolventen, hohes Engagement, frisch im Büro. Sie wollen alles erreichen, wollen was tun, aber leider relativ wenig Kompetenz. E2 wäre dann ein Mitarbeiter, der schon ein paar Jahre da ist. Der hat sich einige Kompetenz erworben, aber so langsam ist das Engagement, diese Anfangseuphorie abgeflacht. Und deswegen ist er nicht mehr ganz so hoch motiviert wie jemand, der gerade frisch im Unternehmen ist in der Regel. E3 ist mäßig hohe Kompetenz, der hat schon viel Erfahrung, aber hat entweder ein mangelndes Selbstvertrauen oder wenig Motivation, was dann zum schwankenden Engagement führt. Typischerweise sind das ältere Mitarbeiter, altgediente Mitarbeiter, die auf der Karriereleiter leider Gottes dann nicht ganz so hoch gekommen sind. Da geht es um solche Menschen. Und 4, das sind die Leute auf dem Sprung in die Führungspositionen eigentlich schon oder die absoluten Spezialisten und Fachleute in ihrem Bereich. Eine sehr hohe Kompetenz, ein hohes Engagement. Das sind Leute, die genau wissen, was sie tun, hohe Eigenmotivation haben und im Zweifelsfall auch die Experten sind, die mehr wissen als der Chef selbst. Wir ein Stückchen weitergehen, gibt es bei diesem Modell, ups, da komme ich weiter, genau, haben Sie die Reife gerade noch mal aufgeführt. Also in dem Fall Reifegrad 1, geringe Reife, Motivation, Wissen, Fähigkeiten fehlen. 2, die mäßigere. 3, die viel Erfahrung. 4, hohe Kompetenz und das Selbstvertrauen dazu. Abhängig von dieser Mitarbeiterreife, da geht es um den Reifegrad der Mitarbeiter, ergeben sich wiederum dann 4 Führungsstile. Diese 4 Führungsstile sind dirigieren, überzeugen, teilhaben oder delegieren. Das Engländer waren, beziehungsweise Amerikaner haben sie das natürlich in Telling, Selling, Participating und Delegating, hat der ein oder andere vielleicht auch schon mal gehört. Führungsstil 1 wäre bei, ich gehe jetzt mal wieder ein Stückchen weiter, dass Sie das sehen. Die Felder sind analog zu dem Reifegrad der Mitarbeiter angeordnet. Hier unten, wo jetzt die Hand habe, ich weiß nicht, ob Sie den Pfeil sehen können, da wo Dirigieren steht, das wäre das Mitarbeiterreifegrad 1 Feld, also der Lehrling, derjenige, der sehr viel Führung braucht. Bei niedriger Reife der Mitarbeiter soll es eine hohe Aufgabenorientierung geben, bei relativ noch niedriger Beziehungsorientierung. Der Vorgesetzte unterweist. Sie sagen also genau, was, wann, wie und wo es zu tun ist, halten ihn an relativ kurzer Kandare und kontrollieren auch zwischendurch. Also sie kontrollieren relativ genau, was der macht, was und wie er es macht und bitten ihn auch jedes Mal zurückzukommen, wenn sich dort Probleme ergeben.
Hat sich der Mitarbeiter weiterentwickelt zu einer mäßigen Reife, dann sollte man auf einen stark mitarbeiterbezogenen und stark aufgabenbezogenen Führungsstil zurückgreifen. Es kommt in dem Fall darauf an, die Mitarbeiter zu überzeugen. Die wissen schon ein bisschen was, die können mitdiskutieren, sie können die Zügel ein bisschen weiterlassen. Der Mitarbeiter sollte in dem Fall, Sie argumentieren, rational, aber auch emotional, um den Mitarbeiter zur Akzeptanz der Aufgabenstellung zu bewegen. Hintergrund dieser ganzen Geschichte ist, dass Sie natürlich möglichst reife Leute haben wollen, die weitergehen. IKEA zum Beispiel ist so ein Beispiel, die das relativ gut machen. Wer bei IKEA in Führungspositionen ist, der muss, wenn er sich weiterentwickeln will, wenn er selber aufsteigen will, zwei Mitarbeiter hinten ranbringen, die ihn ersetzen könnten. Und zwar divers. Divers heißt in dem Fall, ich bin Mann, da muss ich eine Frau haben, ich bin Weißer, dann sollte ich vielleicht jemand von einer anderen Nationalität haben. Also culturally diverse, aber auch gender diverse. Auf jeden Fall anders als ich. Und so ziehen die sich ihre Leute nach. Also bevor ich aufsteigen kann, muss ich auch bewiesen haben, dass ich auch erfolgreich führen und Leute entwickeln kann, die dann wiederum meinen Posten übernehmen und weitere Leute entwickeln. Sehr schlaues, sehr smartes System. Warum? Denen laufen ganz selten Leute weg, wenn die erstmal in die Stufe gekommen sind, wenn die in die mittleren Führungspositionen gekommen sind. Und die ziehen natürlich dann von unten ihre eigenen Leute nach. Bei Stil 3, hoher Reife, sollten Sie die Mitarbeiter an Zielsetzungen und Entscheiden beteiligen. Das heißt, die Führungskraft und der Geführte entscheiden gemeinsam. Die entscheiden gemeinsam den Weg dorthin. Es wird viel diskutiert in solchen Aufgabenmodellen bei diesem Reifegrad, der sich partizipieren nennt, daher, weil der Mitarbeiter halt auch seine Meinung dazu sagen kann und sagen darf. Der letzte Teil wäre die Nummer 4, Stil 4, Delegating, also delegieren sehr reife Mitarbeiter. Die benötigen weder besondere Zuwendung noch detaillierte Vorgaben bezüglich Aufgaben und Verhalten. In dem Fall sollte man die Verantwortung komplett delegieren. Das ist etwas, was wir heute nicht machen. Wie delegiere ich, sondern das werden wir tatsächlich noch einmal tun in der PE. Da nehmen wir solche Sachen auf. Da werden wir auch genau darauf eingehen, wie delegiere ich am besten, was kann ich machen, wie wähle ich die Leute aus. Unter anderem halt auch nach diesem Reifegradmodell. Denn mit dem Reifegradmodell kann man seinen eigenen Führungsstil auch prima entwickeln. Wer seine Mitarbeiter nach diesem Reifegradmodell entwickeln möchte, der muss erstmal analysieren. Seine Mitarbeiter, sein Team. Also welche Stärken, welche Schwächen gibt es im Team? Wie steht es um die Motivation der einzelnen Menschen? Wer reagiert wie auf welche Anweisungen? Gibt es Mitarbeiter, die vielleicht besser mit einer Deadline und klaren Arbeitsauftrag zurechtkommen? Selbst reife Leute, das sind persönlich unterschiedlich, die eigentlich wissen, was sie zu tun haben, wollen aber vielleicht doch eine klare Anweisung haben. In der Regel ist das nicht der Fall, weil sie können sich ja selbst mal in diese Situation versetzen. In dem Augenblick, wo sie eigentlich wissen, was sie tun, der Chef greift ständig ein, sogenanntes Micromanagement, und steht ihnen ständig auf den Füßen, geht ihre Motivation irgendwann zurück, weil sie das Gefühl haben, der traut ihnen nicht. Aber es gibt tatsächlich auch bei hohen Reifegraden Menschen, die mit ganz klaren Linien besser leben können, als wenn sie selber entscheiden dürfen. Das sind Dinge, die sie im Gespräch mit ihrem Team, und sie kennen ihre Leute ja normalerweise, herausbekommen, oder sie wissen, wie diese Menschen reagieren. Aber gibt es vielleicht dann andere, die ein bisschen mehr Freiraum brauchen? Wir hatten vorhin das Beispiel Grafiker, also Kreative, die brauchen den Freiraum, die können sie nicht eng an der Kandare halten. Und am besten mache ich das Ganze mit Listen, die wir in dieser Professionalisierungsarbeit auch und im Skript, was es dazu gibt, auch erarbeiten würden. Ich muss mir natürlich ein paar Fragen stellen, wie ich diese Mitarbeiter führe. Also hat der Mitarbeiter überhaupt das nötige Fachwissen für die Aufgabe, die ich für ihn vorgesehen habe, ist sicherlich noch eine der einfachsten. Hat er Erfahrung, das weiß ich auch relativ schnell, hat er sowas schon mal gemacht, so Routinearbeiten eignen sich natürlich top zum Delegieren, weil da jeder genau weiß, was er machen muss und nicht großartig und umständlich gebrieft werden muss. Aber die Frage ist halt auch, wie sicher wirkt so ein Mitarbeiter in Bezug auf die Ausgabe? Wenn ich jemanden habe, den ich erst
dazu motivieren muss, etwas zu tun, dann kann ich ihn natürlich in diesem ganzen Prozess unterstützen, bindet mich aber auch mehr ein. Das ist eine Frage wie bei der Delegation, dass ich mir überlegen muss, wie hoch ist der Arbeitsaufwand, denjenigen dort wieder hineinzubringen. Aber grundsätzlich entlastet sie das natürlich, weil wenn der seine Aufgabe erstmal kann und sich dort auch weiterentwickeln kann, wird er auch später andere höherwertige Aufgaben übernehmen können. Also, Sie gehen nach dem festgestellten Reifegrad vor und, Moment, ich muss ja mal ganz kurz wieder weitermachen. Das, wenn Sie vier Sachen sind, sind die Führungsstile, die Sie dazu haben. Sie lesen können Sie selbst, aber wenn Sie unten gucken, Sie lenken oder dirigieren, wenn das Team oder der Mitarbeiter nur wenig Fähigkeiten mitbringt, kaum Verantwortung übernehmen kann, noch relativ unsicher oder neu ist und kaum motiviert ist. In dem Fall geben Sie dem Mitarbeiter klare Anweisungen und sagen genau, was er tun soll, wie er es tun soll, bis wann er das tun soll, also bis wann er fertig sein muss. Und am Ende, das müssen Sie übrigens auch bis ganz zum Schluss, also tatsächlich bis hin zum Reifegrad 4, dann auf der linken Seite unten, kontrollieren Sie die Umsetzung und gleichen Ergebnis und Zielvorgabe ab. Auch bei Reifmitarbeitern nicht vergessen, Sie müssen irgendwann doch schon die Kontrolle, ist etwas, was keiner Wert hat, und Zielkontrolle ist ja auch für den Mitarbeiter wichtig, weil er dann weiß, wo bewege ich, da habe ich das Ziel für mich erreicht, das eigentlich vorgegeben ist oder nicht. Im rechten oberen Quadranten leiten Sie an oder trainieren das sogenannte Selling. Das tun Sie dann, wenn Team oder Mitarbeiter mäßig motiviert sind, mäßige Fähigkeiten hat. Sie besprechen diese Aufgabe, die Sie weitergeben wollen mit dem Mitarbeiter und fragen ihn nach seinen Vorschlägen. Der soll auch selber kommen, das ist der schon eine etwas höhere Stufe, der soll auch selber nochmal mit überlegen. Ich gehe in solche Gespräche rein, ich sage denen, dass wir ja auch ein bisschen Beratung machen, seit 25 Jahren Unternehmensberatung. Ich empfehle in solchen Fällen immer, wenn ich in solche Gespräche gehe, lassen Sie den Mitarbeiter erstmal kommen. Sagen Sie mir Aufgabe und fragen Sie denjenigen, wie würde er sie denn eigentlich lösen? Und dann erstmal zuhören und nicht gleich von vornherein eingreifen und nicht gleich wieder von vornherein dirigieren, dirigistisch wirken, sondern erst einmal zuhören, haben viele Menschen verlernt. Wenn der Mensch gesagt hat, ich möchte gern den und den Weg gehen, diskutieren Sie den einmal mit ihm durch. Das heißt, Sie sagen ihm schon noch hinterher, was Sie ausgewählt haben, bis wann Sie welchen Vorschlag oder ob Sie einen von diesen Vorschlägen jetzt gleich umgesetzt haben oder ob Sie einen anderen Weg gegangen haben müssen. Und auch da geben Sie ganz klar an, Ziele, bis wann soll das Ganze fertig sein. Und auch der Hinweis, wann er um Unterstützung bitten sollte. Also in dem Augenblick, wo Sie geben schon vor, läuft das in diese eine Richtung, dann sag mir bitte Bescheid. Kommst du damit nicht klar, dann sag mir bitte sofort Bescheid. Dann setzen wir uns wieder zusammen. Den Quadranten links oben, die 3, Sie unterstützen, wenn das Team oder Mitarbeiter gute Fähigkeiten hat, er eigentlich aber nur mäßig motiviert ist oder vielleicht sogar wenig Selbstvertrauen hat. Manche Menschen möchten ja, aber trauen sich das eigentlich nicht zu. Da ist noch wichtiger, demjenigen zuzuhören. Also Sie geben dem Mitarbeiter dann in dem Fall nicht die Aufgabe, sondern das Ziel vor und sagen ihm, er soll sich damit bitte auseinandersetzen. Sie hören ihm zu, Sie ermutigen ihn und stellen Aufgaben und Zwischenziele klar gemeinsam mit ihm. Die Zwischenziele kommen von Ihnen natürlich, aber den Weg dorthin, den kann der Mitarbeiter frei aussuchen. Das wird dann gemeinsam diskutiert. Sie diskutieren mit ihm über diese Lösungswege, legen dann gemeinsam, auch da Fokus auf gemeinsam, Dauer und Zielerreichung fest und am Ende kontrollieren Sie wieder die Umsetzung. Der einfachste Part ist natürlich unten der 4. mit Menschen, die hochgradig motiviert sind und gute Fähigkeiten haben. Das sind meistens die absoluten Experten auf dem Gebiet, die auch deutlich mehr wissen als Sie im Zweifelsfall, was aber auch nicht wild ist, weil es geht ja um das Ergebnis und das Ergebnis ist klar. Und da gucken Sie mit. In dem Augenblick übertragen Sie sehr viel Verantwortung. Das hat viel mit Delegieren zu tun. Sie teilen Ihre Ziele, Visionen die Mitarbeiter mit und sagen, Mensch, das ist das Ziel, da wollen wir hin. Und dann übertragen Sie mir die Verantwortung. Der bekommt einen Entscheidungsrahmen, der weiß, innerhalb dieses Rahmens darf ich frei die Entscheidung treffen, da muss ich nicht jedes Mal Rücksprache halten. Er bekommt Freigabe für die Umsetzung, er ist der Experte, er soll sich was überlegen.
Er ist derjenige, der gucken soll, wie komme ich am besten zu diesem Punkt hin. Er soll auch eventuell benötigte Ressourcen, da geht es ja meistens entweder um Zeit, ist der Arbeitsaufwand neben meinem täglichen Geschäft, meinem Tagesgeschäft zu hoch, oder ist es vielleicht sogar so, dass ich mein Tagesgeschäft weglassen kann. Das soll er entscheiden. Da muss er aber auch weiter organisieren und gucken, wer kann das Tagesgeschäft erledigen, weil natürlich darf das Tagesgeschäft darunter nicht leiden. Lösung von Problemen ist auch er derjenige, der das in allererster Linie machen kann. Der bindet sich nur wieder zurück an Sie, wenn er mit etwas nicht klarkommt, also wenn er mit der Situation nicht klarkommt. So, und am Ende gucken Sie natürlich dann auch dort wieder gemeinsam drauf, wie sieht das eigentlich aus, hat er die Aufgabe erreicht oder nicht. Egal bei welchem Führungsstil, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, sollten Sie den Mitarbeiter oder das Team aber letztendlich immer im Auge haben. Wie reagieren die? Kommen die mit dem gewährten Freiraum besser zurecht? Brauchen die vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann noch ein bisschen mehr Anleitung? Müssen die vielleicht doch ein bisschen mehr geführt werden? Und mit dem situativen Führungsmodell, das Sie dort vor sich haben, können Sie sehr schnell reagieren. Also wenn Sie feststellen, dass ein Mitarbeiter zum Beispiel mehr Anleitung braucht, dann geben Sie ihm mehr Direktive. Dann leiten Sie mehr an und sagen ihm mehr, was er zu tun sollte. Wenn das Team aber sehr gut zurechtkommt oder der Mitarbeiter sehr gut zurechtkommt, dann können Sie das stückweise immer weiter runternehmen. Dieses Modell gilt nicht generell, sondern deswegen heißt es, situative Führung ist für Situationen oder für einzelne Aufgaben. Auch das ist wichtig dabei zu verstehen. Was bedeutet das? Jemand, der in einer Aufgabe unheimlich reif ist, zum Beispiel in S4, der muss noch lange nicht in allen Bereichen auf diesem Reifegrad sein, sondern er kann bei anderen zum Beispiel in 2 oder 3 festhängen. Also wenn ein Mitarbeiter bei Aufgabe A, sagen wir mal Verkaufen, eine hohe Reife demonstriert, heißt das noch lange nicht, dass er Abläufe organisieren kann, wenn so etwas gefragt ist. Und dann hat er eine deutlich niedrige Reife dort. Dann muss ich ihm dort mehr helfen, dass er insgesamt auf die Geschichte kommt. Also mit dem situativen Führungsmodell kann ich individuell auf Team oder Mitarbeiter, aber gleichzeitig auch auf die Situation eingehen. Und ich muss mir immer angucken, und das kann ich sehr gut mit diesem Modell, wo steht der denn eigentlich bei dieser Aufgabe, die ich weitergeben will, und ist der dafür geeignet oder nicht? Ja, wie finde ich jetzt meinen eigenen Führungsstil daraus? Das ist keine so einfache Geschichte, um herauszufinden, welcher Führungsstil eigentlich zu mir selbst passt, gibt es mehrere Dinge. Die meisten von uns haben irgendwelche Chefs gehabt haben sich dort Sachen angeguckt, Sachen, die sie gut fanden, im Extremfall Sachen, die wirklich richtig schlecht waren. Und herauszufinden, welcher Führungsstil zu mir persönlich passt, muss ich mich zunächst fragen, was für ein Typ Mensch bin ich denn eigentlich? Führen beginnt immer mit einem selbst, also mit mir selbst. Nur wer sich selber vernünftig führen kann, kann dann auch andere selber richtig führen. Also das bedeutet, dass ich mir zunächst über meine eigenen Werte, über meine Ziele, Vorstellungen und ja auch Wünsche im Klaren sein muss. Sie müssen sich selbst begeistern können. Also nur wenn ich das, wenn ich selber Freude, Zufriedenheit, Authentizität ausstrahle, nur dann kann ich auch andere begeistern. Und im Großteil geht es bei Führung darum, andere zu begeistern. Es geht häufig gar nicht so sehr um die Sachebene. Die beherrschen die meisten Menschen ihren Jobs perfekt. Es geht um eine emotionale Ebene. Es geht darum, Menschen mitzureißen, Leute für etwas zu begeistern und sie mitzubekommen. Wichtig sind natürlich auch die Rahmenbedingungen der Führungssituation. Also bei der Familiennachfolge in einem mittelständischen Familienunternehmen, da geht es sicherlich von den Aufgaben und von den Themen her um andere Dinge als beim Start-up, bei einer Start-up-Firma oder auch in einem Konzern. Auch da muss ich gucken, wo bewege ich mich drin. Alles, was ich mache, muss natürlich auch zum Unternehmen passen und muss auch zur Unternehmensphilosophie passen. Sonst brauche ich es nicht. Es reicht nicht, sich einen Stil auszusuchen unter den ganzen Führungsstilen, die es gibt. Da gibt es tausende von Theorien mittlerweile. Allein im englischsprachigen Raum gab es bis zum Jahr 2000 50.000 Führungstheorien, wissenschaftlich untermauerte Untersuchungen dazu. Nicht Führungsstil, aber es gab 50.000 Untersuchungen zu Führungsstilen, wie man was wie besser machen kann. Die Ratgeberliteratur boomt. Ich rate davon ab, es reicht nicht, sich einen Stil auszusuchen
und den konsequent dann nach Schema F durchzuziehen. Damit werden Sie auf jeden Fall scheitern, weil Sie da sehr schnell an Ihre Grenzen kommen. Gucken Sie, was passt zu Ihnen, was passt zum Unternehmen, was passt zu der jeweiligen Situation. Einfacher gesagt als getan, gerade wenn man neu ist. Aber ich kann mein Führungsverhalten grundsätzlich ausrichten. Also es ist entweder grundsätzlich verhaltensorientiert, es ist leistungsorientiert oder situationsbezogen. Und dann kann ich jeweils personenbezogen oder aufgabenbezogen vorgehen. Das sind die beiden Möglichkeiten. Entscheidend wird aber immer sein, Sie arbeiten mit Menschen. Egal wie viele Systeme Sie haben, egal wie automatisiert Ihr Betrieb ist, egal wie weit Sie in Digitalisierung fortgeschritten sind, Sie werden immer mit Menschen arbeiten und Menschen in allererster Linie führen müssen. Und dabei ist entscheidend, wie empfinde ich eigentlich die jeweilige Bezugsebene zu meinen Mitarbeitern oder zu meinen Kollegen und wie wiederum nehmen die mich wahr? Manche Mitarbeiter brauchen einen ganz klaren Führungsstil, die brauchen diesen direktiven Führungsstil, klare Kanten und Ansagen, aber manche werden dadurch eher eingeschränkt und blockiert, weil die Freiräume brauchen, um die eigene Entscheidung zu treffen. Und dafür haben sie jetzt das Reifegradmodell als Hilfsmittel kennengelernt. Wenn die ganzen Faktoren hinterfragt sind, muss die jeweilige Situation halt auch hinterfragt werden. Manche Projekte können einen bestimmten Führungsstil vorgeben oder ausschließen. Nehmen wir ein Beispiel. Wir sind im Rettungswagen oder im OP, dann sagt der Arzt, gibt ganz klare Ansagen, weil er ist letztendlich dafür verantwortlich. Dasselbe ist bei Bränden oder bei auch, denken Sie an Sicherheitsoperationen wie Polizei oder stark hierarchische Aufgaben. Wenn dort Menschen in Not sind, wenn jetzt schnell was getan wird, dann kommen Sie nicht weiter, wenn Sie eine Grundsatzdiskussion machen, dann werden Sie schnell handeln müssen. In dem Fall kommen Sie von diesen Modellen natürlich weg. Es mag Aufgaben geben, gerade in Krisen. Und das ist das Entscheidende, wo man vielleicht dann auch wieder direktiv wird. Und da lauert eine Führungsfalle. Wenn Sie die ganze Zeit sich als der versöhnliche Chef gegeben, als derjenige gegeben hat, der auf die Menschen eingeht und auf einmal werden Sie direktiv, dann müssen Sie das erklären, warum. Nicht in der Situation und dann oder wenn nur kurz, aber hinterher müssen Sie dann auf jeden Fall das Ganze wieder aufgreifen und erklären, warum Sie jetzt auf einmal komplett anders reagieren und komplett anders sind, als Sie vorher waren. Hier sehen Sie nochmal die vier Führungsstile zum situativen Führen, können Sie sich durchlesen in Ruhe. Finden Sie den Führungsstil, der Sie am besten als Person und gleichzeitig in der Funktion als Führungskraft zeigt. Versuchen Sie, diese Bindegrad zu finden. Also drei Dinge sind dabei eigentlich das Wichtige. Versuchen Sie, eine Bindung zu Ihren Mitarbeitern aufzubauen. Das ist gerade im Mittelstand meistens sehr gut möglich, weil es um kleine Teams geht. Man kennt sich sehr lange. Und zeigen Sie den Mitarbeitern, auch in Ihrem Team, welchen Anteil jeder Einzelne am Erfolg im Team, aber auch im Erfolg des Unternehmens hat. Motivieren Sie Ihre Leute damit. Versuchen Sie dort, sie mitzunehmen. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter nicht mitnehmen können, werden Sie als Führungskraft immer scheitern. Geben Sie den Mitarbeitern einen Blick dafür, wohin entwickelt sich das Unternehmen? Wohin gehen wir denn eigentlich? Wir haben gerade gehört, im Führungsalltag geht es vor allen Dingen darum, je nach Situation und Aufgabe die beste Möglichkeit auszuwählen. Aber selbst wenn Sie feststellen, dass Ihre Wahl vielleicht nur die drittbeste Möglichkeit war oder vielleicht sogar eine ganz, ganz schlechte Lösung, dann lassen Sie den Kopf nicht hängen, lernen Sie daraus. Langfristig ist es so, dass meist unterschiedliche Wege zum Erfolg führen. Aber was ganz sicher nicht zum Erfolg führt, gerade wenn Sie neu im Job sind, ist, wenn Sie eine neue Führungsaufgabe übernehmen, von Anfang an alles absolut anders machen zu wollen als der Vorgänger. Kann ich Ihnen nur von abraten, das produziert in der Regel Widerstand bei den Mitarbeitern. Gehen Sie auch nicht mit, wenn Sie eine neue Führungsposition antreten, in den ersten 2, 3 Wochen treffen Sie ja keine wegweisenden Entscheidungen. Gehen Sie auch nicht mit dem Plan, jetzt wird hier alles komplett anders. Beobachten Sie in Ruhe. Gucken Sie sich genau die Situation an im Team. Wenn Sie selber in diesem Team schon waren, kennen Sie die Leute vielleicht gut. Dann kommen wir zu anderen Problemstellungen, die wir jetzt gleich haben. Was ist denn, wenn jemand meint, eigentlich hätte ich den Job verdient? Da kommen wir gleich zu. Wichtig ist, wenn Sie neu in eine Abteilung kommen, die Sie vorher nicht kannten, bemühen Sie sich bitte darum, die Menschen, die Arbeits
Weisen, die sie bisher und die Handlungsabläufe, die sie bislang hatten, dort zu verstehen, zu hinterfragen. Gehen Sie in den ersten Wochen viel auf Ihre Mitarbeiter ein. Reden Sie viel mit diesen neuen Kollegen. Sie sind dort der Neue, die anderen kennen sich lange. Man hat häufig das Problem, dass man mit älteren Mitarbeitern dann auch zusammenkommt, die sich fragen, wie ist denn der so schnell mit seinen knapp 28 Jahren direkt von der Uni jetzt in diese Position gekommen? Ich bin hier schon 30 Jahre im Unternehmen und ich hänge hier immer noch fest. Auch da muss man genau gucken. Gehen Sie auch durchaus auf Befindlichkeiten in den ersten Wochen ein. Klar, das hat alles Grenzen. Das ist kein Ponyhof und es ist auch kein Wunschkonzert. Die Leute arbeiten dort. Aber versuchen Sie, die Leute mitzunehmen. Versuchen Sie, die Leute für das, was Sie vorhaben, zu begeistern. Sagen Sie den Mitarbeitern, dass Sie erstmal versuchen, die Arbeitsweisen und die Handlungsabläufe zu verstehen. Kommen Sie nicht gleich von Anfang an mit irgendwelchen Neuerungen. Sie können das machen im persönlichen Gespräch. Sie können fragen, was hältst du davon? Was halten Sie davon? Je nachdem, ob Sie auf Du- oder Sie-Basis sind. Großes Problem auch die Du- und Sie-Basis für Leute, die aus dem gleichen Team kommen und auf einmal aufgestiegen sind, vielleicht sogar Freundschaften im Büro hatten. Und jetzt muss ich auf einmal, bin ich Vorgesetzter, bin ich in einer anderen Rolle, bin ich vielleicht sogar auch Geheimnisträger, kann gar nicht mehr alles freigeben. Ich empfehle bei diesen Dingen immer zu sagen, bei den Leuten, mit denen Sie sowieso schon per Du waren, ist es absolut albern, zum Sie zurückzukehren. Neue Leute, die Sie vielleicht nicht kennen, die vielleicht auch neu zum Team dazustoßen, kann man siezen, sollte dann aber sehr schnell gucken, dass man sie auch zum allgemeinen Du geht. Ich gehe eigentlich hin zu dem skandinavischen oder angelsächsischen Du. Mich dürfen sogar meine Studenten duzen. Kompetenz hat absolut nichts damit zu tun, ob man siezt oder duzt. Das strahlen Sie entweder aus oder Sie strahlen es nicht aus. Oder Sie geben es in der Aufgabe, in der täglichen Arbeit weiter. Aber sagen Sie Ihren Mitarbeitern auch dann langsam, was Sie vorhaben. Gucken Sie sich erst genau an, wie alles läuft. Es haben sich schon sehr, sehr viele Führungskräfte ihr eigenes Grab geschaukelt, weil sie in der Startphase, ganz am Anfang, weil sie alles richtig machen wollten, weil sie voll ambitioniert da reingegangen sind und dann Versprechungen gemacht haben, die sie hinterher gar nicht mehr halten konnten, weil die Betriebsabläufe andere waren, weil die Führungsebene darüber das nicht mehr wollte. Auch da gibt es ja auch häufig Probleme. Und da muss man einfach gucken, was mache ich jetzt in diesem Augenblick? Wie kann ich da gerade reinkommen? Was kann ich dort tun? Und das, genau diese Dinge, die gehen wir durch in dem Augenblick, wo Sie sich für so eine Professionierungsfeinheit einmelden. Ich komme ganz zum Schluss nochmal drauf, was wir da alles machen. Wir machen auch sehr viel zum Teambuilding. Es gibt so fünf typische Teamphasen, die Sie kennenlernen, wie ich damit umgehe, wie ich ein Team tatsächlich bilden kann. Es geht darum, wie informiere ich richtig, wie kann ich eine Mitteilung so kodieren, dass der Empfänger sie auch genauso versteht, wie ich das gerne mache. Es geht um Mitarbeitergespräche, Gesprächsvorbereitung bis hin zur Durchführung, Gesprächsdurchführung. Wie gehe ich auf jemanden ein? Wie laufen Mitarbeitergespräche typisch ab, wo sind da Problemstellungen, was kann ich machen und was wir eben gerade schon hatten, delegieren. Große Schwierigkeit für ganz, ganz viele Menschen. Wie delegiere ich denn eigentlich richtig? Was kann ich denn eigentlich machen? So, ich hoffe, dass Frau Prang mir dann gleich auch mal ein Zeichen geben kann. Zwei Problemstellungen habe ich jetzt einfach mal vorausgesucht, weil das so typische Problemstellungen sind. Sie sehen die Folie, hoffe ich, vor sich. Typisches Problem ist, dass ein Kollege sich vermeintlich übergangen fühlt. Heißt, ich komme aus derselben Abteilung, es ist ein älterer Kollege oder vielleicht auch jemand anders und dieser Mensch fühlt sich übergangen. Was kann ich in dem Fall tun? Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Der zieht sich zurück, so ein bisschen die innere Immigration, hat kaum Eigeninitiative, arbeitet nur ab, schwimmt nur mit, obwohl es vorher vielleicht ein Leistungsträger war. Viel schlimmer ist es, wenn er dann anfängt zu blockieren, wenn er offen sogar renitent wird, ihre Kompetenz in Frage stellt, durch irgendwelche auch vielleicht gemeine Fragen. Auch sie sind neu, auch sie mögen ja noch unsicher sein bei diesen Geschichten. Und das Schlimmste ist, was auch immer wieder vorkommt, Flurfunk, er lästert hinter dem Rücken Kollegen und versucht sie natürlich auch anzuschwärzen. Was mache ich mit so jemandem? Also im ersten Schritt empfiehlt es sich immer erstmal ein Gespräch und zwar immer unter vier Augen und auch nicht, möglichst auch nicht im Büro, entweder bei Ihnen im Büro, wenn das abgetrennt ist, oder am besten sogar draußen zu suchen. Sie sollten immer das offene Gespräch suchen, um nach den Gründen für dieses Verhalten zu suchen.
Vielleicht empfinden Sie das ja nur, vielleicht ist das ja gar nicht so. Also ich würde immer vorschlagen, das am besten außerhalb der Firma machen. Wenn das jemand war, mit dem ich vorher gut zusammengearbeitet habe, dann würde ich ein gemeinsames Mittagessen vorschlagen und da mal ergründen, vielleicht gibt es ja einen tieferen Konflikt. Vielleicht bin ich derjenige, der das falsch sieht. Der ist vielleicht gar nicht neidisch. Neid ist das auf das oder ist das Thema, auf das man sehr, sehr schnell kommt. Aber vielleicht ist der ja gar nicht neidisch. Eventuell hat dieser Mensch ja ein ganz anderes Problem, privates Problem, von dem Sie gar nichts wissen. Und was das Fehlverhalten erklären könnte. Also, wenn er hinter Ihrem Rücken redet, dann wird er kein privates Problem haben. Aber das wäre so eine Lösungsmöglichkeit für die erste Geschichte. Kaum Eigeninitiative, ein bisheriger Leistungsträger fällt komplett ab. Wenn Sie über den nichts wissen, weil er nichts sagen möchte, wenn er zum Beispiel in diesem Gespräch, wenn Sie dann erfahren, dass vielleicht der Ehemann, die Ehefrau schwer erkrankt ist, Krebs hat, dass der anderen kennengelernt hat, Scheidungsprobleme, der jugendliche Sohn ist in die Drogenszene abgerutscht, er selbst ist vielleicht Alkoholiker und hat es bisher verbergen können oder ist spielsüchtig, hat dadurch finanzielle Probleme, das konnte er bislang verstecken, das hat niemand in der Firma gewusst. Wenn Sie das alles wissen, gehen Sie mit einem solchen Menschen anders um. Sie müssen da nur sehr vorsichtig mit umgehen, auch in der jeweiligen Frage. Es ist klar, dass sowas absolut vertraulich ist. Das ist die eine Geschichte. Die andere Frage ist, wie gut ist die Beziehung zu dem gewesen oder ist sie derzeit noch, dass er Ihnen tatsächlich sowas erzählt? Sie werden erstaunt sein, wie oft Leute Ihnen das auch ihre anderen Probleme erzählen, dem Augenblick, wo sie offen mit diesen Menschen umgehen. Wir haben das sehr häufig, wenn wir in Firmen reingehen. Wir sind meine Partner und ich bin bei einer Schweizer Managementberatung, wo wir in den letzten 25 Jahren sehr viele auch internationale Firmen beraten haben. Dann machen wir es mit tiefen Interviews. Das heißt, wir holen uns Leute aus verschiedenen Abteilungen zusammen. Wir fragen den Chef, was glaubst du, wer entscheidend ist, gucken dann aber auch noch bei den anderen Menschen, wer könnte da noch bei sein, mit dem wir da irgendwie reden können. Wir suchen uns also auch Gesprächspartner aus allen Hierarchieebenen aus. So, und wenn 80% der Leute sagen, mein Chef ist ein Idiot, der Chef ist aber der Meinung, Mensch, hier läuft alles taco, dann können Sie relativ klar auch anonymisiert sagen, wo das eigentliche Problem in dieser Firma liegt. Also gucken Sie, reden Sie mit den Menschen, gucken Sie, wo eigentlich der Punkt liegt. Vielleicht ist es gar kein Neid. Auf jeden Fall bauen Sie eine Brücke. Also Sie erfahren auf diese Art und Weise im ersten Schritt, es gibt diesen ersten Schritt nicht nur über den Kollegen und das Problem, so ein Kollege oder ein Mitarbeiter könnte das Verhalten ja auch als erster Schritt als auf ihn zuwerten. Ja, vielleicht bewirkt Ihr Interesse an ihm ja, dass er seiner Sicht der Dinge, dass er sich auch etwas ändert und dass er tatsächlich Mühe sich auch selber wieder gibt, Sie zu verstehen und sich wieder etwas anzunähern. Also versuchen Sie immer zuerst das Problem direkt mit dem Kollegen zu klären und zwar unter vier Augen. Sie können sich auf so ein Gespräch sehr gut vorbereiten normalerweise. Sie haben den Mitarbeiter, wenn es jemand ist, mit dem Sie schon lange zusammen sind, kennen Sie den? Ist er eher schweigsam? Ist er hypersensibel? Ist das ein Choleriker? Oder ist es einer, der gerne erzählt und der redet und können natürlich auch ein Warm-up machen? Gesprächsleitfaden, den Sie sich vorher so überlegen, ist eigentlich immer ganz eine hilfreiche Stütze. Wichtig ist, dass Sie keine Vorwürfe machen. Denken Sie immer dran, beim Gespräch muss das Gegenüber auch sein Gesicht wahren können. Keiner sagt Ihnen offen, ich bin total neidisch auf dich. Dann sind Sie schon sehr weit und dann ist der Mensch schon sehr reif. Normalerweise kommt das komplett anders. Neid ist etwas, was wir gerade in Deutschland ja als Tabu oder was wir sehr tabuisieren, also mit Neid offen umzugehen. In Amerika kann jemand sagen, hey, ich bin total neidisch auf dich, was du reist, ich finde das zwar toll, aber ich bin total neidisch auf dich. Wird wertfrei gesehen. Sagen Sie das mal in Deutschland, dass Sie Neider sind, da haben Sie gleich ein schlechtes Image. Ist so nicht zu machen und deswegen müssen Sie gucken, was Sie tun. Denken Sie dran, dass der sein Gesicht wahren kann. Ich würde in so einem Fall offene Fragen formulieren, lösungsorientierte Fragen. Wie siehst du denn die Situation in unserem Team? Und wenn der ausweicht, weil Sie ja eigentlich was ganz anderes von dem wissen wollen, dann machen Sie es deutlicher. Steht irgendetwas zwischen uns? Was ist mit dir? Früher sind wir klar gekommen. Was ist denn heute los? Und wenn tatsächlich Ihre Beförderung Ursache des Problems sein sollte, dann versuchen Sie, auch wenn das schwer ist, Verständnis für die Enttäuschung zu zeigen. Versuchen Sie ihn zu verstehen. Was wäre denn, wenn Sie in der Situation wäre? Wenn Sie 10 Jahre lang auf genau den Job gewartet hätten und jetzt wird Ihnen einer vorgezogen, der vielleicht seit 2 Jahren oder frisch in der Firma ist. Ich denke, da wird einiges klar. Versuchen Sie sich auch da, auch im Vornherein schon in die Situation zu setzen, bei dem, was wäre, wenn.
Also zeigen Sie bitte Verständnis für so eine Täuschung, aber, und das ist auch ganz wichtig, machen Sie unmissverständlich klar, dass diese Entscheidung gefallen ist. Die wird ja nicht revidiert werden. Die haben ja auch nicht Sie gefällt, sondern die hat eine nächsthöhere Stufe, eine höchste Hierarchiestufe in der Firma gefällt. Also, diese Entscheidung wird normalerweise nicht zurückgenommen. Das wird einfach nicht passieren. Das heißt, er muss anfangen, damit umzugehen. Das heißt, die Entscheidung ist gefallen und jetzt müssen Sie beide zusammenarbeiten. Denken Sie, manchmal ist es dann auch sinnvoll, den Neider mit einzubinden, in dem Sinne, dass man ihn in Projekte mit einbindet. Dass man kann zum Beispiel die Stärken des anderen loben und ihn dann in bestimmte Projekte mit einzubeziehen. Aber auch da müssen Sie Fingerspitzengefühl wahren lassen. Und zwar nicht gegenüber dem Neider, sondern gegenüber den Kollegen. Warum soll denn auf einmal der alte Meckerpott all die Dinge kriegen, die andere Leute gerne hätten? Ich meine, dann erziehen Sie Leute alle zu meckern und hinterm Rücken reden. Das wollen wir auch nicht. Das ist, ne, also immer mit Fingerspitzengefühl diese ganze Geschichte rum. Studien zeigen übrigens, dass nach so einem ersten offenen Gespräch, es gibt auch da relativ viele Studien, auch im deutschsprachigen Raum, Studien zeigen, dass etwa 80% der Fälle der Konflikt damit eigentlich behoben ist. Da mag die Ursache nicht behoben sein und auch der mag weiter vor sich hingrummeln. Solange der aber sein Verhalten ändert und seine Arbeitsweise ändert, haben Sie Ihr Ziel erreicht. Versuchen Sie, den weiterhin zu motivieren, ihn mit einzubinden und hinzubringen. Und wer weiß, vielleicht bekommt er seine Chance nochmal. Das ist Und die da ist erste noch ein Stufe. zweiten Fall dabei, also eine zweite Problemstellung. Und da hatten wir uns überlegt, da die Teilnehmer mit einzubinden. Das heißt, jetzt zu überlegen, was Sie machen würden, wenn Sie jetzt im zweiten Fall gehen. Ach so, Ja, Entschuldigung, ich bin ich bin okay? noch nicht Ich ganz dachte, durch mit dem Fall. Ich Sorry. muss Sie kurz unterbrechen. Ja, Entschuldigung. weil wir Ah, sind im okay. ersten Schritt. Ich habe jetzt Okay. gesagt, nein, alles gut, alles gut. Können Sie nicht wissen, das ist auch vielleicht ganz lustig für die Teilnehmer. Sie sehen, es ist nichts abgesprochen, es ist alles live hier. Sie, Frau Franke, nur die Folien, aber nicht mein, das, was ich erzählen möchte. Also das war der erste Schritt. Versuchen Sie ihn einzubinden. 80% der Fälle sollten damit behoben sein. Da gibt es Studien drüber. Wir haben noch 20%. So, es gibt noch zwei weitere Schritte. Ist das nicht der Fall, dass der Mitarbeiter sein Verhalten ändert nach diesem Gespräch, dann wird tatsächlich ein zweiter Schritt nötig. Auch das wird wieder ein Gespräch sein. Jetzt müssen Sie als Vorgesetzter, und das sind Sie, Sie sind auch dann meistens disziplinarischer Vorgesetzter, Sie müssen deutlich nachdrücklicher auftreten und dem Mitarbeiter, den Kollegen darauf hinweisen, was das Unternehmen und vor allen Dingen auch Sie von ihm erwarten. Wichtig ist dabei, dass Sie nicht in Streitereien verfallen. Wichtig ist, dass Sie sachlich konsequent bleiben und versuchen, auch im Ton fair zu bleiben. Das ist nicht immer einfach. Gerade wenn jemand hinterm Rücken schlecht geredet hat und das durch den Flurfunk auch noch verstärkt wunderbar zu Ihnen zurückkommt. Das ist in der Regel der Fall. Sie erfahren relativ schnell, ob jemand hinter Ihren Rücken redet oder ob Leute tuscheln, wenn Sie irgendwo reinkommen oder so. Das passiert relativ schnell. Also lassen Sie sich auf keinen Fall dazu hinreißen, verletzend oder ausfallend zu werden. Wichtig ist bei so einem zweiten Gespräch auch oder ratsam, schauen Sie, dass Sie vielleicht den Gesprächsverlauf schon mal schriftlich festhalten. Auch da gibt es Studien, also nur ganz wenige Konflikte, nur 1 bis 2% gehen tatsächlich noch in die letzte Eskalationsstufe, also in die dritte. Also wenn zwei Gespräche nicht ausreichen und auch Sie ganz klar gesagt haben, das möchte ich nicht, dann gibt es eigentlich nur noch die Möglichkeit eines dritten offiziellen Gesprächs. Also ist der Mitarbeiter geradezu renitent, weil nach zwei Gesprächen sollte er schon mal ein Obacht, Achtung, so geht es eigentlich nicht, verstanden haben. Tut er das aber nicht, gibt es mehrere Möglichkeiten. Also in jedem Fall ist der Konflikt dann schon tiefer gehen zwischen Ihnen beiden und in der Regel belastet sowas dann auch ein Team oder eine ganze Abteilung, wenn das so weitergeht, weil der macht ja Dienst nach Vorschrift und reißt normalerweise auch andere mit und versucht andere auch von seiner Sicht zu überzeugen. Nur menschlich, aber nicht gerade nützlich für das, was Sie da im Unternehmen vorhaben. In dieser dritten Stufe sollte ein offizielles Gespräch geführt werden. Was ist der Unterschied? Schriftliche Einladung mit Termin. Und jetzt müssen Sie als Führungskraft aus dem mittleren Management, wo Sie normalerweise ja sind, wenn Sie vom Mitarbeiter zur Führungskraft aufsteigen, werden Sie in seltenen Fällen gleich an der Spitze landen, also im Top-Management, sondern erstmal im mittleren Management, sehen Sie zu, dass Sie Dritte hinzuziehen. Das kann also entweder der Kollege der nächsthöheren Führungsebene oder einer darüber sein, das kann die Personalabteilung sein, das kann aber auch der Betriebsrat sein. Wenn Sie schriftlich einladen, wird der Kollege vielleicht von sich aus auch schon zum Betriebsrat gehen. Also gehen Sie schon mal vor und gucken Sie mal, wenn Sie einen Betriebsrat haben und suchen Sie auch da das Gespräch. Es geht nicht darum, jemanden bloßzustellen.
Es geht auch nicht darum, jemanden kaltzustellen. Es geht darum, dass jemand wieder auf seine Spur kommt, auf die er vorher war. Nach zwei Warnschüssen, nach zwei Achtungs, ist dann allerdings das hier die letzte Eskalationsstufe, die Sie haben. Und das sollten Sie auch machen. In diesem dritten Gespräch geht es einzig und allein darum, dem Mitarbeiter mit aller Deutlichkeit zu signalisieren, dass sein Verhalten nicht geduldet wird und dass im Wiederholungsfall dann arbeitsrechtliche Schritte auf ihn zukommen. Deswegen bauen Sie auch den dritten und vielleicht auch die Personalabteilung. Das ist noch keine Abmahnung, das ist noch ein Gespräch. Aber dem muss klar sein, der muss da rausgehen und dem muss klar sein, in dem Fall greifen jegliche disziplinarischen Maßnahmen von der Abmahnung angefangen bis zur Versetzung in eine andere Abteilung bis hin ja, zur Kündigung, wenn es gar nicht anders geht. Also ich habe das in meiner Karriere 20 Jahre lang oder 25 Jahre in diesen Beratungsgeschichten öfter mal gehabt, dass wir einen faulen Apfel tatsächlich entfernen mussten. Meistens war das so der Fall, warum man an jemanden festgehalten hat. Wir können auf dessen Kompetenz nicht verzichten. Er kennt so viele Leute, er hat Key-Accounter. Zwei Sachen dazu. Absolut jeder ist ersetzbar. Der Mann oder die Frau könnte morgen einen Unfall haben oder tot umkippen. Dann müssen sie ihn auch ersetzen. Das ist eine Geschichte. Und zum anderen, sie werden deutlich mehr Ruhe haben. Und wenn sie diesen faulen Apfel, und da reden wir wirklich über absolut renitente, unbelehrbare Leute, die nichts anderes wollen. Wenn Sie diese faule Stelle entfernen, werden Sie zukünftig sehr viel mehr Spaß und Freude erst an der Arbeit haben und Ihr Team und Ihr Arbeitgeber wahrscheinlich auch. Jetzt bin ich durch. Jetzt können Sie Frau Brandner. Boah, ich verstehe Sie jetzt leider nicht mehr. Jetzt wieder, ne? Genau, ja, jetzt. Mein Einwand kam daher, wir haben dieses Webinar für eine Stunde ungefähr angesetzt und wir haben jetzt noch ungefähr 10 Minuten über als Zeit. Und die Idee war jetzt, das können Sie auch entscheiden, Herr Thiel, ob wir nochmal die zweite Problemstellung mit den Teilnehmern jetzt kurz über den Chat noch diskutieren lassen oder wie machen wir es? Ich würde es von Teilnehmern abhängig machen. Also meistens ist es ja so, und das werden wir in dieser Professionalisierungseinheit auch ganz klar machen, wir werden praktisch Fälle aufgreifen. Ich hoffe, dass die Teilnehmer viele Fälle auch mitbringen und wir werden gemeinsam nach Lösungen suchen. Es gibt eigentlich für jedes Problem immer eine Lösung, egal wie schwierig das ist. Ich finde, das hier ist so eine typische Geschichte auch, wenn ich aufsteige, dass auf den Vorgesetzten kein Verlass ist, dass er ihnen keine Rückendeckung gibt. Also ich würde mit dem Fall eigentlich weitermachen. Alles andere, 360-Grad-Feedback, können wir in der Professionalisierungseinheit machen. Hat der ein oder andere vielleicht auch schon mal gehört, kennt er vielleicht auch schon, was man bei Meetings besser machen kann. All das sind Sachen, sind vorbereitet, können wir auch gerne machen. Aber wie gesagt, ich halte sonst 4- bis 6-stündige Vorlesungen am Stück mit Pausen natürlich. Das kriegen wir ja alles unter. Genau. Dann die Frage, wollen wir die Teilnehmer noch kurz einbinden und über den Chat schreiben lassen, genau. Gerne. Wer möchte, wer vielleicht auch eigene Fragen hat, kann das natürlich gerne tun. Ansonsten würde ich da weiter fortführen. Ich will jetzt mal einfach 30 Sekunden still sein, gucken, ob da irgendwas kommt, ob jemand irgendwie sich traut, irgendwas reinzuschreiben. Ist ja anonymisiert, wo man gucken kann, was kann man machen. Ansonsten würde ich mit dem Fall einfach weitermachen und es zum Abschluss bringen. Gucken, dass wir um halb auch durch sind, um die Mittagspausen der Teilnehmenden nicht zu überstrapazieren. Genau, wenn Sie... Oh, bis auf eins sind alle dabei geblieben, so schlimm kann es nicht sein. Ist auch super interessant, wie immer, Herr Thiel. Ich höre Ihnen immer sehr, sehr gerne zu. Wenn jemand also Ideen hat, wie man mit diesem Fall umgehen kann, gerne in den Chat rein tackern. Ja, oder vielleicht auch einen eigenen Fall hat. Vielleicht brennt irgendjemand tatsächlich irgendwas gerade auf der Seele. Wenn das kann natürlich sein, dass man es nicht öffentlich machen möchte. Über Frau Prang, die Sie kontaktieren können, über die Uni, können Sie auch meine E-Mail kriegen. Also wenn es da irgendwas geht, das ist kein Thema. Ich möchte das nicht direkt jetzt hier so im Chat machen und die irgendwo überall kursieren lassen. Das muss auch nicht sein. Aber wenn jemand irgendwas direkt brennt, gibt es zwei Möglichkeiten. BUSE.PE, da können wir es direkt aufgreifen, also die Professionalisierungseinheit, oder kontaktieren Sie mich via Frau Brand. So wie es aussieht, sind alle im Kino. Lassen Sie sich unterhalten, dann machen wir mal weiter. Dann machen wir das genauso. Kenne ich von meinen Studenten, das ist völlig in Ordnung. Ist vielleicht auch ganz gut, einfach mal ein bisschen zuzuhören. Vielleicht hat auch gar keine Probleme, was wäre noch schöner. Kann ich mir im neuen Job oder in einer neuen Rolle als Führungskraft schlecht vorstellen, weil man ja auf ganz viele Sachen einfach trifft. Sowas, was wir zum Beispiel auch machen würden, ist das, was in der Fachliteratur als Sandwich angesprochen wird. Ich persönlich nenne es eher eine Presse, wie eine Zitronenpresse, nämlich von beiden Seiten. Der Chef von oben wird von ihr was erwartet, dann kommen die Mitarbeiter, die was von ihr erwarten.
Und dann werden sie schön zwischen beiden ausgepresst wie eine Zitrone. Also Sandwich ist mir eigentlich viel zu freundlich. Und dann kommen ihre eigenen Erwartungen noch dazu und die eigenen Ansprüche, die sie vielleicht an sich haben, mit denen sie vielleicht selber im Wege stehen. Auch solche Sachen werden wir in der Professionalisierungseinheit aufgreifen und dann noch Wege raussuchen. Ich greife jetzt einfach mal auf diese Problemstellung zu, dann können wir das dann noch abschließen. Ich kann mich auf die Aussagen meines Chefs nicht verlassen. Geht es darum, auf meinen Vorgesetzten ist kein Verlass. Der gibt mir keine Rückendeckung. Wenn er was sagt, dann hält er sich nicht an die Absprachen. Ich habe das Gefühl, der kontrolliert mich, der hat kein Vertrauen in meine Arbeit und fühle mich so ein bisschen gegängelt und nicht mehr frei und absolut unwohl. Was kann ich tun? Also wenn sich der Chef wie so ein Fähnchen im Wind verhält und gestern mit breiter Brust da irgendwas verkündigt und heute will er nichts mehr davon wissen, dann können Sie auf Dauer natürlich nicht so arbeiten. Das funktioniert nicht, weil Sie nicht wissen, woran Sie da eigentlich sind. Was können Sie tun? Ganz wichtig, stellen Sie Ihren Chef auf gar keinen Fall bloß und schon gar nicht vor anderen in Meetings oder anderen Sachen. Ganz wichtige Regel. Sie können Ihren Chef ansprechen, Sie sollten Ihren Chef ansprechen, aber bitte machen Sie das unter vier Augen, bitten Sie um ein Gespräch. In der Regel hat der irgendwann Zeit und wird es fragen. Das können Sie vielleicht nicht zu dem Zeitpunkt, wo Sie das gerne möchten, aber suchen Sie das Gespräch. Sie können auch versuchen, wenn das Gespräch nichts bringt, dass Sie sagen, dass Sie wichtige Anordnungen im Job schriftlich haben wollen. Weil jeder kennt so einen Chef, der sagt das eine und dann kommen Sie mit dem Ergebnis an und sagen, nee, das habe ich aber nie gesagt. Versuchen Sie, dass sowas per Mail oder irgendwas anders, dass es schriftlich geht. Sie können im Meeting auch nochmal nachfragen, ob Sie alles richtig verstanden haben oder nach dem Meeting da auch nochmal nachfragen. Mensch, sieht das aus? Habe ich das so verstanden? Soll ich das und das machen? Da geht es um Verständigung. Das werden wir halt auch mit aufnehmen. Informationsweitergabe. Zum einen, wie Sie Informationen weitergeben, zum anderen aber auch, wie nehme ich eigentlich Informationen auf und wie kann ich sowas klar und deutlich gestalten und was kann ich tun, wenn ich etwas nicht verstanden habe. Auch das nehmen wir auf in dieser PE. Das sind zwei Möglichkeiten. Wenn der Boss ein Kontrollfreak ist, also der absolut kein Vertrauen hat, sowas nennt man auch, das ist eine höflichere Formulierung als Kontrollfreak, sowas nennt man auch Mikromanagement, wenn er wirklich sich in alles einmischt. In dem Fall ist der wahrscheinlich noch nicht mal gut gelaunt, weil wenn der sowas macht, macht er es nicht nur bei Ihnen, dann macht er es bei allen, dann will er von allen was wissen. Und in dem Fall sagt er sich so dermaßen viel Arbeit auf und kann nicht delegieren und gar nicht, dass der überhaupt nicht mehr weiß, wo ihm der Kopf steht. Das trägt in der Regel nicht zur allerbesten Laune dabei, weil der völlig überarbeitet ist. So viel erstmal als Vorbemerkung. Wenn Ihr Vorgesetzter keine Aufgabe vollständig aus der Hand geben kann und Ihnen ständig da irgendwie über die Schulter blickt oder ständig seine Finger, seine Nase in irgendein Projekt steckt, und was können Sie tun? Ich würde meinem Chef dann anbieten, ihn von mir aus zu regelmäßigen Terminen, die Sie vielleicht gemeinsam setzen, zu informieren, sodass er das Gefühl hat, er behält jederzeit die Kontrolle. Solche Leute werden Sie nicht mehr umerziehen. Das können Sie knicken, das passiert nicht. Aber was Sie machen können, Sie können ihm das Gefühl geben, dass er jederzeit Rückmeldung kommt, wenn er sie denn haben will. Und also versuchen Sie, dass Sie von sich aus regelmäßige Updates geben, dann werden Sie zumindest nicht bei der Arbeit unterbrochen, also nicht direkt bei der Arbeit, und der Umgang mit dem schwierigen Chef wird leichter. Was bei solchen Sachen schwierig ist, ist, versuchen Sie mit Verständnis, also Spannungen zwischen Mitarbeitern und Ihnen oder mit dem Chef und Ihnen entstehen häufig dann, weil jemand Stress hat, weil er Stress ausgesetzt ist. Also wenn Sie diesen Eindruck haben, können Sie natürlich auch von sich aus Hilfe anbieten, indem Sie sagen, zum Beispiel, Mensch, ich sehe, dass Sie gerade unheimlich viel um die Ohren haben, kann ich Sie denn irgendwie unterstützen oder wann wollen wir denn mal über dieses Thema sprechen, über dieses Projekt sprechen, was wir gerade haben? Haben Sie jetzt gerade viel um die Ohren, wollen wir das irgendwann anders machen? Das nimmt dann schon ganz vielen Situationen den Wind aus den Segeln. Ich würde auch gucken, Rücksicht auf Macken nehmen. Jeder Chef hat Macke. Das ist einfach so. Es gibt Dinge, auf die er allergisch reagiert. Und wenn Sie den gut beobachten, können Sie in der Regel auch ein Muster erkennen und können kritische Situationen mit ein bisschen Planung verhindern. Also ganz typisches Beispiel, legt Ihr Chef auf ganz viel Wert auf Ordnung und Ihr Schreibtisch sieht aus wie zugemüllt mit allem Möglichen. Räumen Sie einen Schreibtisch auf. Ganz einfaches Mittel. Wenn Sie das wissen, geht er mit ganz anderer Laune mit Ihnen um, kann das machen. Ganz wichtig auch, nehmen Sie das Verhalten erstmal nicht persönlich, wenn er Sie nicht direkt angreift. Lassen Sie Ihre Gefühle da zu Hause. Das ist einfacher gesagt als getan und da brauchen Sie auch eine Menge Übung. Aber den Umgang mit einem schwierigen Chef werden Sie am schnellsten meistern, wenn Sie das Verhalten nicht persönlich nehmen. Und letzter Tipp, kehren Sie mal vor der eigenen Tür. Inwieweit sind Sie denn für so eine schwierige Situation vielleicht auch selbst verantwortlich im Job?
Gibt es vielleicht ein bestimmtes Verhalten, was ich habe, das die gleiche, wenn auch unangemessene Reaktion bei meinem Chef hervorruft? Also stellen Sie sicher, dass auch Sie als Mitarbeiter Anteil an diesem harmonischen Verhältnis haben. Es ist in seltenen Fällen so, dass da in der menschlichen Kommunikation das von einer Seite nur was ausgeht. So, abschließend, Sie sehen hier, die Folien laufen durch, 360-Grad-Feedback, das sind Sachen, die wir in der PE machen, möchte ich Ihnen vorstellen, was wir in der PE noch alles tun. Die läuft ab 4.3., die Präsenzphase ist am 18. und 19. März, da bin ich dann persönlich in Oldenburg, würde mich freuen, den einen oder anderen dort auch zu sehen. Wir werden auf jeden Fall grundsätzlich praxisbezogen arbeiten, Beispiele, Situationen, Best Practice, was macht man nicht, den Umgang mit Führungstools und der Rest sehen Sie, ganz wichtig, so Führungsfällen vermeiden. Ich schreibe hier gerade parallel am Skript, deswegen passt das gut. Das ist jetzt schon, wird so um die 90 Seiten umfassen. Im Grunde genommen ist das so ein bisschen wissenschaftlich untermauert, auch sowas wie ein Ratgeberbuch, aber halt wissenschaftlich untermauert. Ich bin schon Wissenschaftler, da passiert schon ein bisschen mehr. Aber in der Präsenzphase, da können wir ganz gezielt auf Ihre Probleme eingehen und genau das möchte ich gerne tun. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Punktlandung, 13:30 Uhr. Super. Vielen, vielen Dank, Ingo Thiel, für dieses tolle, unheimlich praxisbezogene Input, wie ich finde. Wir werden Ihnen die Präsentation und den Link zu der Aufzeichnung zukommen lassen in den nächsten Tagen und auch die Möglichkeiten, wie Sie sich bei Interesse für die Professionalisierungseinheit anmelden können. Vielen Dank auch für Ihre Teilnahme. Ich würde oder habe jetzt noch eine abschließende Bitte. Ich werde den Bildschirm noch einmal wechseln. Wir haben noch eine Evaluation vorbereitet und ich würde mich freuen, wenn Sie daran noch teilnehmen würden. Und ja, dann einen wunderschönen weiteren Tag und alles Gute und wir würden uns freuen, Sie bald wieder im C3L bei einem Lunch and Learn oder anderem begrüßen zu können. Ich wechsle jetzt noch einmal zur Evaluation. Da würden wir uns freuen, wenn Sie uns da einmal eine Rückmeldung geben können. Und nochmals herzlichen Dank an Sie, Herr Thiel, für den tollen Beitrag. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Klasse, vielen Dank. Schönen Tag allen Teilnehmern. Tschüss.